Hallo, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paper Mario Origami King. Wir sind hier gerade vor einem Bosskampf, wie ich glaube, weiß ich nicht ganz genau. Deswegen machen wir einfach weiter. Wir sind auf jeden Fall kurz vor Bowser's Castle. Und er sagt hier so: Meine Damen und Herren. Was passiert jetzt? Meine Damen, meine Herren, wertes Publikum. Witze, Kniffe, Rasterei, stürz dich rein und sei dabei, sonst bist du ein Birdo-Ei. Bye. Sei nicht Shy Guy. Herzlich willkommen bei Sei nicht Shy Guy, der Spielshow für Shy Guys und alle, die es werden wollen. What the fuck geht ab? Damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich dachte, es wird jetzt ein Bosskampf, aber nope, wir sind einfach bei Sei nicht Shy Guy. Ah, willkommen zur Quiz. Sie werden lachen, weinen und sich nichts mehr wünschen, als im Publikum statt auf der Bühne zu sein. Begrüßen Sie mit unserem unfassbaren, talentierten, schlauen und rundum famulösen Moderator, nämlich mich, Talk Shy Guy. Yeah, ich bin Talk Shy Guy, die schicke Fliege. Und nun zum Kandidaten des Abends. Mario, meine Damen und Herren, einen gefälligen Applaus für Mario. Bowser Jr., Carmack, Olivia und Mario sind die Kandidaten heute. Sehen wir doch einmal, welch spektakulären Preis unsere Kandidaten heute erwartet. Oho, als Gewinn winkt exklusiv der Zutritt zum vielgerühmten Quell der frischen Farben. Und nun ohne weitere Unschweife zur wichtigsten Frage des heutigen Abends. Bist du fit fürs Quiz? Natürlich, ich bin immer fit fürs Quiz. Alles Gute, Mario, wir zählen auf dich. Großartigst, wenn sich die werdenden Blicke jetzt bitte auf die Anzeigetafel richten würden. Oh, wie geil, das ist doch richtig eine geile Spielshow. Also, die vier Kategorien heute beinhalten alle drei Fragen. Insgesamt ein Potpourri von 12 knackigen Kopfnüssen. Dabei genügen bereits das niedrige Ergebnis von 100 Punkten, um einen Besuch im Quell der frischen Farben zu gewinnen. Alles bereit? Dann startet der Computer gleich die Fragesuche. Kandidat, bitte bereite zum Stoppen. Hä, wie geil ist das denn? Auf los geht's los. Alles klar, ich nehme das da. 30 Punkte? Ich würde gerne mit 30 Punkten starten. Okay, dann 10. Das kriege ich hin. Ringelbild Stufe 1, 10 Punkte. Das Ringelbild! Oh nee, da bin ich immer so richtig scheiße drin. Aber das Bild ist witzig. Toll, gleich zu Beginn schon so ein Scheiß, den ich nicht verstehe. Ach so! Ah, ich muss sogar ein richtiges Bild einfach machen. Ich dachte, ich muss die Gegner richtig anordnen, aber nope. Ich habe mir jetzt halt auch gar nicht gemerkt, wie die überhaupt aussehen. Okay, ich denke einfach mal, die Mitte ist richtig und nur das Drumherum muss dann quasi auch noch richtig. Okay, dann ist es ja richtig einfach. Das ist einfacher als mit den anderen Gegnern. Ja, ich bin so gut. 10 Punkte gehören mir. Richtig. Wie geil, ey. Du hast 10 Punkte erreicht. Geil, 10 von 100. Los. Wie süß das alles ist. Oh Gott, aber die Stufe 3er sind natürlich auch viel schwieriger. Ich hätte jetzt... Nein, es werden 50er. Nein, es werden 30er. Okay. Der Rechnerpool. Hier kommen sowohl Gedächtnis als auch mathematische Vorbildung zum Einsatz. Viel Erfolg. Concentration, Leute. Ihr dürft gerne mitzählen. Wir haben ein Wasser. Wir müssen darauf achten, wie viele reingehen und wie viele rausgehen. Okay, zwei sind im Wasser. Es ist noch keiner rausgegangen. Jetzt sind 5 im Wasser. Alles klar, 5 im Wasser. Und immer noch keiner rausgegangen. Jetzt gehen 2 raus. Wir haben noch 3 im Wasser. Ob die auch baden gehen? Wasser schon? Okay, wieder 5 im Wasser. Easy game. 4 im Wasser. Hey, aber man kann die doch noch sehen. 6 im Wasser, 5, 6, 6 im Wasser. 5 im Wasser. Ja, das war's jetzt, ne? Nee, wie viele sind da denn? Warte, 5 plus 3, 6, 2, 8, 13. Einer ist noch rausgegangen. Ich glaube, das waren 12 am Ende. Oh, shit. Erstens weiß ich nicht, ob ich richtig gezählt habe. Es darf kein Feld leer bleiben. Okay, wir fangen mal mit der 3 an. Dann sind wir bei 4, 11. So, kommen wir auf 13. Ach nee, warte, ich muss ja auch mit Plus und Minus rechnen, ne? Und wir wollten 12. Huch. Ah, nein! 8 plus 5. Hey, ich komme da ja gar nicht hin. Moment. Scheiße. Aber nee, da ein Feld ist ja frei geblieben. Also, das ist falsch. Mann! Das ist voll fies. Ich kann dieses Drehen sowieso nicht, aber es waren schon 12, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, ich habe richtig gezählt. Ich konnte nur nicht rechnen. Ach, scheiße. Alles richtig gemacht und dann musste ich natürlich auch dieses blöde Drehding nutzen, was ich schon die ganze Zeit nicht mag in diesem Spiel. Los! Ah, oh nee, 50. Aber die Ringelbilder sind nun wirklich richtig einfach. Die schaffe ich ja wohl... Oh, easy peasy. Oh nein, viel kleinkariertiger. Nein, man muss in alle möglichen Richtungen, nicht nur hin und her, sondern auch über die Kanten rüber. Ach du Kacke. Warte mal. Wir machen das mit den Kanten ganz am Ende, würde ich sagen. Das ist am einfachsten. So vielleicht. Warte.
ich durfte gar nicht so oft hin und her machen. Och, sag das doch. War die Zeit vorbei oder hatte ich so und so viele Züge? Ich habe da halt gar nicht drauf geachtet. Ich war einfach nur... Scheiße! Nein! Ich kriege meine Punkte nicht zusammen. Kacke. Los! Hier lasse ich auch gar keine Zeit. Warum bin ich so kacke in dem Spiel? Okay, Zehner, die muss ich auf jeden Fall hinbekommen. 4 Schergen, 1 Sprint. Beobachte das Rennen und merke dir genau, wer als wie viel da ins Ziel einläuft. Oh nein! 4 Dinge auf einmal merken? Und dann kommt locker gleich die Frage, wer ist als drittes ins Ziel gekommen? Oder so. Und man muss auch wissen, wie die heißen. Also hinten ist der Ninji. Vorne ist Shy Guy, Goomba, Koopa. So, Ninji als erstes, dann Goomba, Koopa, Shy Guy. Wer Nummer 1 geworden ist, das war der Ninji. Ninji ist auf jeden Fall Nummer 1 geworden. Gut, das war ja einfach. Aber das war ja auch nur 10 Punkte von dem her. Die Wahl war... Richtig! Yeah, 20 Punkte für mich! Fehlen nur noch 80. Ein 50er und ein 30er. Los! Wieder ein 10er. Die 10er bringen mir gar nichts. Einer ist drin. 2. 3, 4. Einer geht raus. Sind noch 3 drin. 4, 5, 6. 5. Und doch wieder 6. Und doch wieder nur 5. Okay. Doch wieder 6. Entscheidet euch mal. 7, 8, 9, 10. 11, 12. 11. 11 sind's. Und ich muss halt trotzdem rechnen. Voll gemein. Was weiß ich? Wie ich 11 rechnen kann. Okay, so wir brauchen vorne eine 10. Okay, ja, das kriegen wir hin. Guck mal hier, wir haben eine 1, wir haben eine 0. Und jetzt sind wir bei der 11. Da haben wir es doch. Das war diesmal einfach. Aber die 10er sind sowieso viel zu einfach. Aber die langen ja nicht. Rira, richtig. Glückwunsch zu weiteren 10 Punkten. Los. Oh, wieder eine 50er. Schergensprint. Oh, 2 verschiedene Shy Guys vor allem. Das ist ja richtig gemein. Und der Koopa hat einfach voll den Sprint hin. Hä? Guck mal, die behindern sich alle gegenseitig. Wie cool. I like this. I like this really much. Okay, also Ninji. Hey, schieß nicht mein Ninji ab. Oh, der hat aber mein Ninji angeknippt. Oh, aber der Ninji hat auch seine Ninja-Fähigkeiten drauf. Ja, Ninji, du holst ihn auf. Nein. Oh Gott, okay. Shy Guy, Koopa, Ninji, anderer Shy Guy. Shy Guy, Koopa, Ninji. Shy Guy, Koopa, Ninji. Shy Guy, Koopa, Ninji. Shy Guy, Koopa, Ninji. Oh, ich muss alle 4. Okay. Okay, okay. Shy Guy, Koopa, Ninji. Und anderer Shy Guy. So, ja, ja. Okay, es ist also doch mit Zeit. Ich habe einfach viel zu lange gebraucht beim anderen Mal, glaube ich. Die Ringe sind gedreht, ob die Wahl dann richtig war. Das Wort geht an und macht es klar. Deine Antwort war... 1, 2, 3, 4. Rira, richtig. Die ersten 30 Punkte für Mario. 50 Punkte sogar. Was, das war eine 50er? Viel zu einfach. Geil, ey, ich brauche nur noch einen 30er. Wir haben noch einen 10er, der bringt mir halt gar nichts. Ist nice to have, aber ich muss auf jeden Fall noch so einen 30er richtig hinbekommen. Das ist ja geil, dass es ein 50er war. Okay, ich bin guter Dinge, dass wir das hinbekommen. Let's go. Achso, ich muss stoppen. Gib mir bitte 30er. Sieht gut aus? Sieht gut aus. Such die Ninjis. Hatten wir das schon mal? Nee, ne? Hier siehst du einen zufälligen Mix aus und Ninjis und andere Schergen. Wir mischen jetzt das Spielfeld. Merk dir, wo die Ninjis sind. Kann ja nicht so schwer sein. Achso, die beiden, okay. Ja, 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 ich hab die noch, warte. Die beiden, die beiden, die beiden. Nein, Moment, Hilfe! Mach nicht diese, wow! Hör auf, bitte hör auf, bitte hör auf! War das der erste? Oh, damn. Jetzt hab ich sie nicht mehr. Hä, die beiden? Hä? Okay, ich hatte ganz andere. Da haben sich eben Ninjas... Ach so, das sind alles Ninjas, nicht wahr? Ja, jetzt bin ich natürlich ganz raus. Ich habe mich jetzt davon verleiten lassen, wer sich am Ende noch bewegt hat. Aber ich würde sagen, die beiden. Wahrscheinlich ist es jetzt wieder falsch. Ich war jetzt vollkommen verwirrt, weil sich da einfach andere Ninjas bewegt haben. Und dann dachte ich, da müssen ja die Ninjas runter sein. Und dann habe ich quasi alles, was ich davor im Gedächtnis hatte, wieder rausgeduddelt. Und die Antwort war... Nein, so knapp kriege ich wenigstens die Hälfte der Punkte. Fuck, wo war der zweite? Dann war der... Ja, nein, das war doch der erste. Das wird voll knapp hier. Auf zur nächsten Runde. Los! Rechnerpool mit 50 Punkten, okay. Die Sache, ich habe heute schon so viel Spanisch gemacht, das hat mein Brain schon voll ausgelastet. Jetzt muss ich mir hier immer noch Sachen merken. 2, 3. Ich finde es gut, dass die nicht unterduggern. Ja, sowas sage ich. Und dann, okay, da sind 3 Stück drin. Und dann kommt da so ein 5. Jetzt sieht man halt gar nichts mehr, alles klar. 5, 6, 7.
7, 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 7
B war jetzt Wipfelwuchs oder sowas. Wenn das jetzt auch wieder falsch ist, dann ticke ich richtig aus. Bitte, bitte. Danke. Das wusste ich auch schon beim ersten Mal. Jetzt habe ich 20 Minuten verloren, nur weil ich zu retarded bin, darauf zu achten, wie viele ich von diesen Umgniggel-Dinger habe. Herzlichen Glückwunsch, du hast so nichts mehr gemeistert. Ja! Wie, das lohnt sich nicht. Nee, ja. Es hat auch beim zweiten Mal nochmal Spaß gemacht, aber ja. Trotzdem, Zeitverlust vom Allerfeinsten. Ja, sein Hauptgewinn. Und natürlich kriegt man nur einen scheiß Minischatz. Es war so klar, dass man nur einen scheiß Minischatz bekommt. Ich habe für einen scheiß Minischatz fucking 20 Minuten meiner Lebenszeit vergeudet. Na, wenigstens kommen wir jetzt in diesen komischen Quell da rein. Oh, tschüss. Kabel, kommst du bitte mit? Na gut, ab geht's. Und das war Sei nicht Shy Guy. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und besuchen Sie Bad Elysium. Einfach aus dem Hintern vom Berg rausgeschleudert worden. Oh ja, Farbe. So viel Farbe. Danke für die Farbe. Ta-da-da-da-da! In neuer Frische und in voller Farbe steht Bowser Jr. vor euch. Hm? Ist was Kamek? Ach, junger Herr, es erfüllt mich einfach mit tiefer Freude, euch in alter Farbenpracht bewundern zu dürfen. Und all dieses zusammen mit Mario, wenn ich daran denke, wie ich mich anfangs überwinden musste. Ständig diese Angst, dass euer Herr Vater davon Wind bekommt und mich zur Rechenschaft ziehen wird. Alright, also in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall in Bowsers Festung reingehen können. Ich hätte gedacht, dass wir das heute schon machen, aber da kam Sei nicht Shy Guy dazwischen. Sehen wir uns dann beim nächsten Mal an. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Danke fürs Zuschauen. Danke an alle Kanalmitglieder, die meinen Kanal mitgegliedert haben. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!